Haustierradio. Der Heimtierreport. Präsentiert vom ZZF. Mit Olli Sachse. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute ist es das wichtige Thema Impfen. Pro, Contra, für, wieder, warum, wieso, weshalb. Und dazu haben wir am Telefon Dr. Fabian von Manteuffel. Hallo, Herr von Manteuffel. Hallo, Herr Sachse. Herr von Manteuffel, kurz etwas zu Ihnen. Warum dürfen Sie jetzt bei uns über das Impfen sprechen? Also ich habe auch die Online-Praxis vom ZZF auf dem Online-Portal und ich bin seit 30 Jahren Tierarzt und habe eine eigene Praxis in Hamburg und kann Auskunft geben zu zahlreichen Themen, die es also rund um das Tier gibt, und in dieser Eigenschaft telefonieren wir gerade miteinander. Super, dann fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Können Sie in 3 Worten erklären, was genau ist Impfen überhaupt? Ja, und zwar Impfen ist eine künstlich herbeigeführte Immunität des Körpers gegenüber verschiedenen Krankheiten. Das gibt es eigentlich schon seit den alten Ägyptern. Also die alten Ägypter haben schon ihre Königstöchter gegen Leptospirose geimpft. Man hat das damals so gemacht, dass man denen einen kleinen Ritz im Arm beigebracht hat und dann waren die immun gegen diese Leptospiren. Man hat das im Laufe der Zeit immer weiter ausgeweitet und immer weiter untersucht. Ursprünglich war das auch gegen Kuhpocken, also auf lateinisch vacca, die Kuh. Darum heißt es immer noch Vakzinierung. Und mittlerweile ist es also eine Hochtechnologie, die da entstanden ist. Und es werden zahlreiche Impfstoffe für Menschen und für Tiere hergestellt, die zum Teil Lebendimpfstoffe, lebende Viren enthalten oder lebendes Antigen und zum Teil auch nur Bruchstücke davon, die gentechnisch hergestellt werden und dann zu einer langen Immunität führen. Gegen welche Krankheiten, wir sprechen ja heute hier nur über die Tiere, gegen welche Krankheiten kann ich denn überhaupt impfen und gegen welche, um auch vielleicht irgendwelche Vorurteile auszuräumen, kann ich gar nicht impfen? Also man kann gegen verschiedene Virus- und bakterielle Infektionen impfen. Man kann nicht gegen alles impfen. Und manchmal kann man auch nur die Tiere impfen und die Menschen nicht. Also ein prominentes Beispiel dafür ist die Impfung gegen Borreliose, diese durch Zecken übertragene bakterielle Infektion. Dagegen kann man Tiere impfen, beziehungsweise kann man Hunde impfen. Bei Menschen steht so ein Impfstoff noch in der Entwicklung und den gibt es da noch nicht. Die anderen Sachen sind meistens Viren, gegen die geimpft wird. Am bekanntesten ist sicherlich das Tollwutvirus. Gegen Tollwut werden also Hunde und Katzen geimpft. Hat man auch mit besonderem Augenmerk entwickelt und da gibt es auch zahlreiche gesetzliche Vorgaben, weil Tollwut früher mal in Deutschland sehr viel vorkam und das eine für den Menschen tödlich endende Erkrankung ist. Dementsprechend hat man den Impfstoffherstellern große Auflagen gemacht und hat auch teilweise die Impfung zwingend vorgeschrieben. Die Tollwutimpfung ist also sicherlich so für die Tiere die bekannteste, gefolgt von der Staupeimpfung. Das ist auch eine Virusinfektion, die früher also sehr, sehr große Verluste unter den Hunden herbeigeführt hat. Und seit den 60er Jahren wird da also sehr intensiv gegen geimpft, gegen die Staupe. Und darum tritt es so sehr nicht mehr auf. Letzter großer Seuchenzug durch Europa war 1996. Da sind also an zahlreichen Stellen die Staupe wieder ausgebrochen in Schweden und auch in Deutschland. Auch bei Tieren, die zum Teil nicht vollständig geimpft waren. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Kann man denn durch das Impfen Krankheiten komplett von der Erde verschwinden lassen? Ja, das geht. Also es ist so, man unterscheidet bei der Impfung einmal die persönliche Immunität. Also wenn man selber jetzt als Mensch geimpft werden würde gegen beispielsweise Masern oder gegen die Pocken, die Älteren von uns werden sich dann noch daran erinnern, wir sind früher alle gegen Pocken geimpft worden. Wenn 80-90% der Bevölkerung gegen Pocken geimpft sind, dann kommt die Krankheit nicht mehr vor. Dann gibt es also auch eine allgemein schützende Funktion der Impfung. Und bei Hunden ist das so ähnlich. Oder bei den anderen Tieren ist es so ähnlich. Wenn man die Haustiere flächendeckend impft, dann kommen bestimmte Erkrankungen einfach nicht mehr vor. Es gibt doch, glaube ich, aber auch Krankheiten, jetzt gerade bei Hunden zum Beispiel, gegen die war man früher fast schon verpflichtet zu impfen und heute nicht mehr, zum Beispiel Zwingerhusten? Also Zwingerhusten ist sicherlich auch so eine Sache, das ist eine sogenannte Non-Core-Vakzine, sagt man dazu auf Neudeutsch. Übersetzt heißt das, das ist eine Impfung, die nicht unbedingt durchgeführt werden muss. Also man unterscheidet dann immer lebenswichtige, ganz wichtige Impfungen, auf die man auf keinen Fall verzichten kann, und dann solche, die sozusagen eine nette Dreingabe sind.
Der Zwingerhusten, das würde man immer davon abhängig machen, in welcher Umgebung der Hund lebt. Lebt er in der Großstadt oder ganz weit auf dem Land? Gehe ich mit dem ganz viel auf Hundeausstellungen? Mache ich mit dem womöglich Wach- und Schutzdienst und bin ständig auf irgendwelchen Fußgängerzonen unterwegs und so weiter? Also es hängt so ein bisschen von dem Umfeld des Hundes ab, um zu sagen, der wird jetzt auch gegen Zwingerhusten geimpft. Was anderes ist es beispielsweise bei der Tollwutimpfung. Das ist also eine sogenannte Chorvakzine, also eine, auf die man auf keinen Fall verzichten sollte beim Hund. Zum einen, weil die Infektion, wenn sie denn auftritt, in aller Regel tödlich verläuft. Zum anderen ist es eine den Menschen gefährdende Infektion, auch bei Menschen verläuft die Tollwut tödlich. Und zum dritten ist es so, dass wir also sehr eindeutige Gesetze zur Tollwut haben in Deutschland. Und wenn ein Hund jetzt aus welchen Gründen auch immer aus Versehen jemanden beißt und der dann hinterher sagt, ich will wissen, ob der Hund gegen Tollwut geimpft ist. Und wenn er das nicht ist, dann löst man eine nicht zu verhindernde juristische Kaskade aus. Die müssen sich dann dieser Sache annehmen. Und das möchte man eigentlich vermeiden. Also um jede Form von Ärger zu vermeiden, auch juristische Probleme zu vermeiden, würde ich Hunde immer gegen Tollwut impfen. Sie dürfen mit denen auch gar nicht verreisen innerhalb Europas, wenn die nicht eine Tollwutimpfung haben. Also das ist sozusagen ein Muss in jeder Hinsicht. Bleiben Sie dran. Nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Gibt es denn in Deutschland so etwas wie eine Impfpflicht? Nein, eine Impfpflicht in dem Sinne gibt es nicht. Also wenn Sie Ihren Hund nicht impfen wollen, gar nicht impfen wollen, dann bleibt Ihnen das überlassen. Eine Impfpflicht wendet man beim Menschen zum Teil an, wenn die Probleme, die eine Krankheit verursacht, nicht mehr in den Griff zu kriegen sind. Das war zum Beispiel bei der Kinderlähmungsimpfung so und das war auch bei der Pockenimpfung so. Da hat der Staat eine Impfpflicht erlassen. Alle Kinder mussten geimpft werden und sie durften jetzt also mit besonderer Sondergenehmigung nicht impfen. Hintergrund dazu ist, dass man die Krankheit tilgen möchte in der Bevölkerung und diese Impfaktionen sind auch immer wahnsinnig teuer, wenn man das durchführt. Und haben aber für die gesamte Bevölkerung dann einen sehr positiven Effekt. Also in der Tiermedizin wird sowas mal angewendet bei Nutztieren, dass dann in bestimmten Gegenden die Schweine geimpft werden. Oder das ist auch vorgekommen bei der Maul- und Klauenseuche. Maul- und Klauenseuche war eine Impfpflicht in Deutschland und da mussten also die Tiere gegen Maul- und Klauenseuche geimpft werden. Das hat der Staat durchgeführt und überwacht und da konnte man sich also nicht entziehen. Sicherlich auch der Grund, dass das so gründlich durchgeführt wurde in Deutschland, dass jetzt vor einigen Jahren bei dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche das in Deutschland nicht aufgetreten ist. Impfen scheint ja wirklich viele Vorteile zu haben, aber wir müssen ja, wenn wir darüber schon sprechen, auch ganz klar sagen, es gibt ja unglaublich viele Impfgegner, das ist ja schon fast zur Religion geworden und Impfen hat ja auch, gehe ich mal von aus, ganz klar Nebenwirkungen oder Nachteile, oder? Ja, das ist richtig. Also es liegt natürlich auch so ein bisschen historisch in der Entwicklung der Impfstoffe begründet. Man hat damals dann also wirklich mit lebenden Viren und Bakterien gearbeitet, die dann die Erkrankung in abgeschwächter Form bei dem Impfling ausgelöst haben. Und es hat natürlich recht viele Zwischenfälle in den Anfangsjahren gegeben. Also wir reden jetzt so vom Anfang des letzten Jahrhunderts oder Mitte des vorletzten Jahrhunderts. Mittlerweile sind die Impfstoffe deutlich besser geworden. Man muss dann einmal unterscheiden, ob man einen lebenden Impfstoff verwendet. Das ist also ein Impfstoff, in dem dann das Virus noch in lebendiger Form, aber abgeschwächt vorhanden ist. Diese Impfstoffe haben normalerweise dann zur Folge, dass es dann eine leichte Schwellung gibt an der Stelle, wo man geimpft worden ist. Und man kann sich auch mal einen Tag lang schlecht fühlen danach. Das ist also durchaus möglich. Die Nebenwirkungen sind also nicht ganz ohne, aber die Impfstoffe halten sehr lange. Also eine Impfung mit einem Lebendimpfstoff ist also deutlich effektiver und hält deutlich länger, als wenn man einen Totimpfstoff nimmt, wo das Virus also nicht mehr in lebender Form drin ist oder nur einen Teil der Virushülle, die gentechnisch reproduziert wurde, in diesem Impfstoff enthalten sind. Da sind die Nebenwirkungen gering, also man merkt da kaum was. Es muss allerdings deutlich häufiger geimpft werden und die Immunität ist nur richtig stark ausgeprägt, wenn das wirklich mehrfach durchgeführt wird. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Ich habe so das Gefühl, wenn man bei mehreren Tierärzten ist, dann unterscheiden sich da auch die Aussagen. Der eine sagt, ach, die Impfung geht 2 Jahre, der nächste sagt, die reicht 3 Jahre. Ich habe auch schon mal gehört, ach, einmal impfen reicht eventuell ein Leben lang. Worauf kann ich mich denn da verlassen? Also grundsätzlich, Kurt Tucholsky hat ja mal gesagt, wenn 2 Ärzte einer Meinung sind, ist einer von beiden kein Arzt.
Also das kann man in dieser Hinsicht weiterführen. Also es ist grundsätzlich so, es sind verschiedene Impfstoffe auf dem Markt, die eine unterschiedliche Wirkdauer haben. Und wie ich zu Anfang gesagt habe, das hängt so ein bisschen mit der Zusammensetzung zusammen. Also die Impfstoffe, die deutlich länger wirken, haben häufig auch etwas stärkere Nebenwirkungen. Oder man kann bei den Impfstoffen dann eher feststellen, dass die Impfung schon schmerzhafter ist. Entscheidend ist natürlich, was der Hersteller dazu sagt. Also der Hersteller hat diesen Impfstoff für einen bestimmten Zweck zugelassen. Wenn der Hersteller sozusagen eine Garantie für 3 Jahre gibt für die Haltbarkeit des Staupe-Impfstoffs beispielsweise, dann kann man sich da schon drauf verlassen. Wenn der Hersteller gesagt hat, das muss nach einem Jahr nachgeimpft werden, dann kann man als Tierarzt auch nicht einfach sagen, ach, das reicht alle 3, 4 Jahre. Also entscheidend ist der Hinweis des Herstellers, wie lange hält der Impfstoff, wie lange hält die Immunität, wann muss das nachgeimpft werden. Und das ist eben hochgradig davon abhängig, wie der Impfstoff hergestellt worden ist, woraus der genau besteht. Wenn ich jetzt mal beim Hund davon ausgehe, der wird bummelig 15 Jahre alt, er ist jetzt 10, wurde schon gegen viele Krankheiten 3, 4 Mal geimpft, kann ich dann nicht irgendwann mal sagen, ach komm, wir lassen das jetzt mit dem Impfen, der ist doch durch? Also sagen kann man das sicher, aber das ist eigentlich nicht anzuraten. Also wenn man sagt, das ist so ein altes Tier, das brauchen wir nicht mehr impfen, dann ist das eigentlich häufig, also es kommt es an ein Denken, das aus der Landwirtschaft kommt, wo man dann gesagt hat, das lohnt nicht mehr sozusagen. Also wenn es den jetzt dahin rafft, ist nicht so schlimm. Für unsere meisten Haustiere gilt das natürlich nicht, sondern man hat natürlich auch den 16 Jahre alten Hund lieb und deshalb sollte der natürlich auch noch geimpft werden. Also der kriegt jetzt also auch keine längere Immunität oder belastbare Immunität, wenn der immer vorschriftsmäßig geimpft wurde, sondern nach einem Jahr oder so ist der dann auch nicht mehr so frisch. Bei einem Hund, der immer geimpft worden ist, kann man vielleicht noch damit rechnen, dass der zwar die Erkrankung bekommt, aber nicht daran stirbt. Aber bei vielen Erkrankungen möchte man da also auch nicht das in leichter Form erleiden. Nicht? Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Und wenn ich jetzt mehrere Hunde zu Hause habe, ich sage jetzt mal 3 Junge und einen Alten, sage dann, okay, beim Alten lohnt es nicht mehr, ist das dann schon gefährlich, eventuell auch für die anderen? Also die anderen sind ja komplett geimpft, also dann wird in dem Fall da die Erkrankung nicht auftreten. Bei dem alten Hund wäre es dann so, wenn da so ein Seuchenzug ist, wie das jetzt also in 1996 beispielsweise in Hamburg auch in extremer Form aufgetreten ist und sehr viele Hunde in der Stadt nicht geimpft waren. Da sind also hunderte von Hunden verendet daran. Das ist natürlich dann immer ganz dramatisch. Also für die anderen beiden hat es keine Auswirkungen, aber der nicht geimpft ist, der wird dann womöglich daran schwer erkranken. So eine Erkrankung wie die Staupe, das ist also auch nicht so, dass sie dann auf einmal tot umfallen, sondern die sind dann tatsächlich krank und zwar über viele Wochen und sterben dann letztendlich daran. Das ist also nicht sehr angenehm und man lässt das natürlich auch, wenn der Hund krank ist, den jetzt nicht einfach sterben, sondern wenn er dann krank ist, dann würde man natürlich alles versuchen, um ihn zu retten. Also insofern ist die Impfung auch immer die deutlich kostengünstigere Lösung. Was die Parvovirose angeht, habe ich gelesen, dass es da ungefähr 99 Erreger gibt, aber die Impfung nur gegen 4 Erreger wirkt. Was mache ich nun? Also es ist so, dass die Impfungen immer so kombiniert sind, dass die gegen die am meisten vorkommenden Erreger wirkt. Und in den übrigen Fällen ist auch so, ist, dass die Immunität eine sogenannte Kreuzimmunität ist. Also das heißt, wenn der Hund durch die Impfung gegen 4 Erreger geschützt ist, dann ist er auch gegen die anderen geschützt. Also bei der Parvovirose-Impfung ist es so, dass eine sehr große Sicherheit des Impfstoffes besteht, grundsätzlich, und man da also nicht befürchten muss, dass der erkrankt. Es gibt andere Impfungen, wo man sagt, gut, da hat man jetzt festgestellt, dass es gibt noch weitere Erreger, gegen die bisherige Impfung nicht schützt. Da gibt es dann immer eine Weiterentwicklung der Impfstoffe. Beispielsweise bei der Leptospirose ist das so. Da gibt es jetzt einen neuen Impfstoff auf dem Markt, der gegen alle vorhandenen Serotypen, so nennt man diese einzelnen Virusarten, gegen alle Serotypen schützt. Oder bei der Borreliose gibt es auch einen neuen Impfstoff, der auch gegen alle 3 vorkommenden, hier vorkommenden Borrelienarten schützt. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wenn jetzt ein Patient zu Ihnen kommt, Sie sagen, na, Ihr Hund müsste mal wieder geimpft werden und er sagt, ah nee, ich lass nicht impfen, mein Nachbarshund, der ist durch eine Impfung gestorben. Was antworten Sie? Ja, also das,
kommt dann immer darauf an, ob der Hund wirklich durch eine Impfung gestorben ist. Also die Impfzwischenfälle, die es gibt in der Bundesrepublik, wo tatsächlich Hunde nachweislich schwer erkranken, da kommt ein Hund auf 30.000 Impfungen. Das ist also relativ unwahrscheinlich, dass das nun gerade der Nachbarhund ist. Es ist dann auch immer die Frage, ob der eigene Hund jetzt in gleicher Weise empfindlich ist. Wenn die Menschen das aus irgendeinem Grund nicht möchten, also ich kann sie dann auch nur aufklären und zu dem Thema, aber man kann dann letztendlich da auch nur darauf einwirken, wenn der Besitzer das gerne möchte. Wenn er sagt, ich bin da also ganz fest in meiner Meinung und die Impfung ist Teufelswerk, ich will das nicht, dann kommt man da in aller Regel mit Argumenten auch nicht weiter. Wie sieht es denn aus? Kann ich nicht auch durch Homöopathie impfen oder Impfung umgehen oder unterstützen? Ja, man kann vielleicht durch Homöopathie die Impfung unterstützen, aber eine belastbare Immunität erzeugt das nicht. Es gibt sogenannte Nosoden in der Homöopathie, die man anwenden kann. Ich würde das aber in diesem Fall jetzt nicht empfehlen. Also eine belastbare Immunität, wie das bei Impfstoffen erzeugt wird, ist dadurch also fraglich. Man muss immer gucken, ob denn, das ist ja bei Impfstoffen sehr, sehr genau untersucht und auch vorgeschrieben, die Untersuchung, um sagen zu dürfen, der Impfstoff hilft gegen diese Erkrankung und der wirkt so und so lange. Also ich würde da von der Homöopathie in diesem Bereich abraten. Gerade auf Hundeplätzen hört man ja immer viel, da wird dann auch gerne mal gesagt, ach, das Impfen, da verdienen doch nur die Ärzte und die Pharmaindustrie dran. Da haben Sie doch sicherlich auch noch eine passende Antwort. Ja, also es ist grundsätzlich so, das ist bei allen Impfungen, ist es so, die Impfung ist also die effektivste ärztliche Maßnahme, die jemals erfunden ist. Sie kann sogar die Erkrankung selber vollkommen ausrotten und wird sich damit selbst zum Feind, weil die Erkrankung nicht mehr auftritt und für viele Leute das dann oberflächlich nicht zu sehen ist und die sagen, boah, Krankheit ist weg, das gibt's doch gar nicht mehr, diese Krankheit, dann brauchen wir auch nicht impfen. Erschreckenderweise geht das natürlich auch eine Weile gut, weil es ja einen Schutz des gesamten Bestandes gibt. Wenn 90% der Tiere geimpft sind, dann tritt beispielsweise die Staupe nicht mehr auf. Wenn ich jetzt selber sage, nein, ich möchte das jetzt aus verschiedensten Gründen nicht, ich will der Pharmaindustrie das Geld nicht in Rachen werfen für diese kleinen Glasfläschchen, die mit so einer wässrigen Flüssigkeit gefüllt sind, dann geht das auch noch gut. Man kann das eine Weile lang durchziehen, solange es nicht zu viele Leute machen. Und es gibt auch einen richtig festgestellten Zyklus, den man feststellen kann, vor allen Dingen bei landwirtschaftlichen Nutztieren. Erst werden die flächendeckend geimpft, dann gibt es die Schweinepest und alles Mögliche nicht mehr. Und anschließend sagen immer mehr Bauern, nee, das will ich jetzt nicht mehr, ist mir zu teuer, das wird aus der Kostenliste gestrichen, wollen wir nicht mehr. Und dann tritt es wieder auf, dann gibt es den nächsten Seuchenzug. Also man hat das auch wissenschaftlich erforscht, das tritt also immer wieder auf. Also wenn irgendjemand jetzt seinen Hund nicht mehr impfen lässt, wie gesagt, man erreicht die Leute meistens nicht, weil die dann doch sehr festgefügt sind in ihrem Bewusstsein. Und das Unwissen ist also erheblich dazu. Es gibt ja auch Menschen, die ihre Kinder lieber freiwillig mit Masern infizieren, als die impfen zu lassen, was meiner Ansicht nach den Bereich der Bestand der Körperverletzung von Schutzbefohlenen erfüllt. Aber das gibt es eben und die Leute sind mit Argumenten nicht zu erreichen in diesem Fall. Bleiben Sie dran, nach ein bisschen Musik geht es gleich weiter. Wenn ich jetzt auf meinen Heimtierausweis gucke, da ist ja vorne auch immer so eine Übersicht, so mit allen möglichen Impfungen, muss ich eigentlich, egal ob ich auf dem platten Land oder in der Großstadt wohne, immer alle Impfungen machen oder kann man das auch von Fall zu Fall, von Ort zu Ort entscheiden? Man kann das auch von Fall zu Fall entscheiden. Also wie gesagt, es gibt, wenn man einen Hund hat, würde ich immer empfehlen, grundsätzlich den Hund gegen Tollwut impfen zu lassen. Auch wenn die in der Umgebung nicht mehr vorhanden ist oder auch wenn man mit seinem Hund keine großen Reisen unternehmen möchte, ich würde ihn trotzdem impfen lassen, weil es wie gesagt diese juristischen Dinge gibt, die man beachten muss. Wenn der Hund aus Versehen mal jemanden beißt, kommt man sonst in Teufelsküche. Wenn man ganz weit auf dem Land wohnt, dann ist der Staupe-Impfstutz jetzt nicht unbedingt so lebenswichtig wie in der Großstadt. Wenn ich im Prenzlauer Berg wohne oder in Barmbek in Hamburg, dann muss man seinen Hund auf alle Fälle impfen lassen, weil in allen deutschen Großstädten, besonders in der kalten Jahreszeit, Staupe, Parvovirose, Zwingerhusten, all diese Sachen ständig vorkommen. Bei Katzen ist es ähnlich. Wenn ich eine Katze habe, die nur im Haus lebt, dann muss ich die natürlich nicht gegen Tollwut impfen und auch nicht gegen Leukose. Wenn ich die draußen laufen lasse und die überall durch die Gegend läuft und da sind jede Menge freilaufende Katzen, dann sollte ich das unbedingt auch noch mit durchführen. Ich habe gehört, bei Katzen gibt es auch eine Impfung, die auch irgendwelche Nebenwirkungen hat, aber man sollte sie trotzdem machen. Da müssen Sie mir ein bisschen weiterhelfen. Also es gibt bei der Katze einmal die Tollwut und die Impfung gegen Katzenleukämie.
die bei der Katze auch sogenannte Sarkome, also Hauttumoren, auslösen kann. Einen solchen Impfstoff, es gibt mittlerweile auch einen auf dem Markt, der diese Sachen nicht mehr auslöst, aber viele von den Impfstoffen tun das nach wie vor. Und da würde man natürlich so eine Impfung nur durchführen, wenn die Katze akut gefährdet ist oder wenn die tatsächlich gegen Tollwut geimpft werden muss, weil sie beispielsweise mit der Katze ins Ausland wollen und möchten eine Flugreise antreten, dann ist das vorgeschrieben. Aber man würde das nur machen in dem Fall, dass es wirklich notwendig ist. Dr. Fabian von Manteuffel, ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen Exkurs, für diesen Ausflug in das Thema Impfen. Vielen, vielen Dank. Gern geschehen. Das war der Heimtierreport, präsentiert vom ZZF, dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. Die gesamte Sendung gibt es bei uns wie immer auch zum Nachhören und Downloaden im Internet unter www.haustier-radio.de, dann in den Bereich Tierratgeber und Heimtierreport, präsentiert vom ZZF. Haustierradio, der Sender für alle Tierfreunde.